aus dem Landtag ist uns jetzt meine Kollegin Edda Markeli zugeschaltet. Guten Abend. Was ist denn bei der Sitzung rausgekommen? Ja, bei der Sitzung ist eines ganz klar herausgekommen, nämlich, dass das Landtagspräsidium mit großer Mehrheit der Präsidentin Muhterem Aras den Rücken gestärkt hat. Das wurde vorhin, vor wenigen Minuten, auch bei einer Pressekonferenz ganz deutlich. Da haben sich alle Fraktionsvorsitzenden von CDU, Grünen, SPD und FDP hinter sie gestellt, haben ihr den Rücken gestärkt. Und die AfD steht mit ihrer vernichtenden Kritik an Aras ganz alleine auf weiter Flur. Allerdings war heute bei der Präsidiumssitzung von Rücktritt auch gar nicht mehr die Rede. Diese Forderung hat die AfD heute nicht mehr formuliert, sondern sie hat einen Antrag gestellt, mit dem sie Muhterem Aras noch mal deutlicher als bisher auf ihre Neutralitätspflicht verpflichten will. Dieser Antrag wurde von allen anderen allerdings abgelehnt mit der Begründung, dafür gäbe es keinen Anlass. Das sei bisher schon genügend geregelt. Und noch kurz die Frage, wie hat Frau Aras denn selbst auf das Ganze reagiert? Ja, mir ist aufgefallen, schon bei der Begrüßung, als die Sitzung begann, war sie betont freundlich, hat sogar der AfD die Hände geschüttelt, sogar ihrem schärfsten Widersacher Emil Sense. Dann hat sie später bei der Pressekonferenz betont, sie will mit der AfD im Gespräch bleiben. Aber sie hat auch deutlich gemacht, ihren Kampf für die Demokratie werde sie auch weiterhin fortsetzen. Und da werde sie auch immer wieder Position beziehen. Da wolle sie sich nicht beirren lassen. Vielen Dank, Edda Markeli.